Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Hochkultur! Mein Kollege ist auf der Suche nach einer neuen Waschmaschine. Habe ihm Tinder empfohlen. Mein Geburtstag feiere ich immer nach dem Motto: Ein Glück, wieder ein Jahr weniger. Ein Einbrecher suchte letzte Nacht vergeblich Geld bei mir zu Hause. Ich habe ihm dabei geholfen. Was hast du da für ein Bild genommen? Ich kann nicht was lachen. Meine Freundin hat meinem Auto Machrolle beigebracht. Die Texterkennung machte gerade aus dreiviertel Stunde Freibierstunde. Und möglicherweise ist das die schönste Idee überhaupt. Man hat mich vor kurzem nicht ins Flugzeug gelassen. Sie sagten, es dürfen nicht zwei Maschinen gleichzeitig fliegen. Ich trinke jeden Tag ein Glas Wein für meine Gesundheit. Den Rest der Flasche trinke ich, weil ich gerne betrunken bin. Seit 5.45 Uhr wird zurückgekuschelt. Ich war heute in einem Streichelzoo. Ich war schon sehr enttäuscht, dass mich dort niemand anfassen wollte. Habt ihr das auch manchmal, dass ihr Dingen eine Seele gebt? Ich habe gerade so eine kleine Ü-Ei-Figur weggeschmissen. Da bedachte ich kurz, wie schade. Jetzt wurde die Figur nur produziert, um im dunklen Ei zu leben und wieder im dunklen Mülleimer zu landen. Rest in peace, kleine Ü-Ei-Figur. Klingelt man beim Metzger, sollte man sich nicht wundern, wenn kein Schwein aufmacht. Zeig mir deine Titten und ich sage dir, wer du bist. Im Moment, der ging anders. Man dich eigentlich noch im Bild, Phil? Ja, die Scheißklappe, Alter. Dass die chemische Formel für Lachgas nicht HA ist, ist für mich auch eine herbe Enttäuschung. Beim Chinesen um die Ecke gibt es Hühnchensuppe. Bin mir nicht sicher, ob ein H oder ein D fehlt. Jetzt komm und guck das Bild. Männli, beste Werbegesicht. Flitterwochen. Tage, die nur aus Nächten bestehen. Für eine optimale Work-Life-Balance fülle ich meinen Luftbefeuchter auf der Arbeit mit Wodka auf. Der Eigentümer des Asia-Lieferdienstes hat jetzt einen kleinen Altar mit einem Bild von mir in seinem Büro. Den hätte ich Tanzverbot vorlesen. Ja. Die Ehe ist wie ein Spaziergang im Park. Im Jurassic Park. Hallo, wie ihr seht, haben wir in dieser Folge mal was Neues ausprobiert. Das testen wir mal in den nächsten 4 Wochen weiter. Schreibt mir mal einen Kommentar, wie ihr es findet, dass wir uns jetzt beim Einsprechen dabei filmen und den ein oder anderen Outtake mit ins Video bringen. Ihr entscheidet in den nächsten 4 Wochen in der Mehrheit, ob wir damit weitermachen oder nicht. Daumen hoch nicht vergessen, abonniert meinen scheiß Kanal und schönes Wochenende euch.